Hier kommen die ersten Mountain Giants vom Nachtelfenspieler. Meat Shields für die erste Reihe im Kampf. So, das war's dann für die Echse von Dark. Also ein ganz, ganz spannendes Spiel, was wir wirklich hier als erstes Spiel sehen. Bis jetzt kann ich, habe einmal hier den Vorteil zugunsten von Dark gewähnt. Jetzt würde ich ihn wieder minimal Twinsen zuordnen, der einfach die schlagkräftigere Armee hat derzeit. Und den Vorteil der Echse hat Dark verloren. Während Twinsen jetzt hier den ersten Peon losschickt und der wird jetzt seinerseits hier expandieren. Damit könnte sich auch das Blatt zugunsten von Twinsen wenden. Denn jetzt hier beim Creep wahrscheinlich Dark dem Ork-Spieler in den Rücken fällt. Wird er rechtzeitig noch fertig mit dem Creep? Die größten Creeps sind schon weg. Ein Rockgolem steht noch. Aber man sieht einfach, um wie viel kleiner die Armee des Night Elf-Spielers ist. Aber trotzdem beamt sich ja der Ork-Spieler raus. Beamt sich raus, schön ausgedrückt. Hat sich hier erstmal in Sicherheit gebracht. Hat dabei nur einen einzigen Headhunter verloren jetzt. Heilt sich hier mit einem Healing Ward. Kann im Moment seine... Na, jetzt erst revived er seine Naga Sea Witch. Also ich hätte die ganze Zeit nicht mit dabei gehabt. Und Dark nimmt sich weiter in die Zeit zu creepen. Obwohl das seinen Helden in diesem, zu diesem Zeitpunkt gar nichts mehr bringt. Die sind bereits Level 5. Und profitieren überhaupt nicht mehr von weiter Experience, die sie hier liegen könnten. Das sind die Regeln in TFT, in Frozen Throne. Und es sieht fast so aus, als würde Dark jetzt hier in Richtung der Ork-Basis gehen und lässt sich hier auf den ersten Kampf ein, so wie es aussieht. Dispel hier von einer Dryade gegen eine Stasis Trap, entdeckt hier ein Peon. Nächste Stasis Trap ausgeschaltet und es sieht nach dem wirklich wichtigsten Kampf jetzt hier im Spiel aus, sofern sich hier keiner rausteleportiert. Zwei Stasis Traps, die wird er wahrscheinlich nicht rechtzeitig ausschalten können. Dispelled von Dark, Beastmaster wieder in die erste Reihe, castet hier seinen Donnerfalken. Scroll of Protection jetzt von Twinsen, dessen Farseer ziemlich angeschlagen, Level 6 jetzt für den Farseer. Zieht ihn zurück in die zweite Reihe, jetzt Focus Fire nochmal auf den Beastmaster. Twinsen will es wieder wissen, ob er den Beastmaster ausschalten kann. Es sind zwei Tauren hier noch mitten in der Armee von Dark. Und der Beastmaster immer noch zwei Potion of Invulnerability hat er dabei. Erste Tauren down. Und auch der Mountain Giant hier in der Mitte. Hier ist der nächste Tauren aber jetzt mit unterwegs von hinten. Richtig viel Damage kommt hier von den Headhunter. Und wenn gleich der Mountain Giant down ist, dann wird es ganz schwer für Dark. Der jetzt zwar noch, da kommt zwar der nächste. Aber jetzt Level 6 auch für den Beastmaster. Hat der genügend Mana für sein Ultimate jetzt? Slow jetzt von der Naga Sea Witch gegen den Farseer. Farseer down. Farseer Stufe 6 gefallen von Twinsen. Und damit, denke ich, entscheidende Wendung in diesem Spiel. Und die Cooldown-Time aber auch für den Beastmaster reicht, der gerade noch sein Ultimate gecastet hat. Abgebrochen dadurch, dass der down gegangen ist. Was für ein Kampf hier zwischen den beiden Spielern Dark und Twinsen. Nur noch im Moment die Naga Sea Witch hier im Spiel. Beide Naga Sea Witch, die eine Level 6 auch, teleportiert sich raus. Mein Gott, was geht ab hier? Die schenken sich gar nichts und die dürften auch beide kein Geld mehr haben. 80 Gold noch für Dark, 700 Gold am Konto, versucht hier zu expandieren jetzt. Jede Sekunde wahrscheinlich mit dem restlichen Geld, 90 Gold noch für Twinsen. Schafft es jetzt Dark noch rechtzeitig? Nein, kein... Was macht er jetzt? Sein Level 6 Beastmaster wiederholen mit dem Geld? Oder eine Echse aufbauen? Was macht jetzt hier Twinsen? Ich weiß gar nicht, was der Ultimate von der Naga Sea Witch ist. Ich kann es jetzt leider im Moment gar nicht sagen. Ich habe ihn noch nie gesehen. Tornado höre ich da gerade aus dem Publikum laut. Dankeschön für die Unterstützung. Und ich bin gespannt, wie das jetzt hier in welche Richtung. Auf jeden Fall Farseer Level 6 von Twinsen wird revived. Der hat dafür keine Kohle mehr im Moment zu expandieren. Ja, 116 Euro-Dollars hier noch aus seinem Konto. Und Dark schickt seinen Ancient of Eternity, seinen Tree of Eternity hier durch die Map, um ihn zur nächsten Echse zu bringen. Das spart mit Sicherheit etwas Geld. Aber nicht Zeit. Und währenddessen ist er hier beim nächsten Angriff und da kommt der Ultimate.
Tornado und auch der Beastmaster Level 6 wieder mit im Spiel. Und Twinsen derzeit noch beim Creep. Hat der Town Portal dabei? Hat er nicht? Kann jetzt nur zugucken, wie er mit einem Massaker in seiner Basis vonstatten geht. Dieser Tornado sieht doch so aus, als wäre er recht wirkungsvoll, muss ich sagen. Ja. Jetzt ist ja ein Gebäude nach dem anderen, was abgerissen wird. Und Twinsen baut währenddessen hier noch eine Echse auf. Und das war eine am Shop gekauftes Haupthaus, was er sich hier aufbaut. Und direkt drumherum drei Wachtürme, um auf Nummer sicher zu gehen. Vier Wachtürme. Das heißt, es sieht so aus, als hat er hier seine normale Base, seine Main Base, wo einfach, ja, weggegeben. Kümmert sich nicht mehr drum. Er hat damit natürlich auch das Problem. Er hat im Moment keinen Altar. Und kann seinen Pass hier nicht mit ins Spiel holen. Er hat zwei Level 6 Helden gegen sich. Und eine gerade mal Level 5 Nagasivich als Held. Mittlerweile Master Rank für die Druids of the Claw. Hat auch genügend Mana. Noch ein Burrow abgerissen jetzt hier von Dark. Zieht sich erst nochmal zurück. Twinsen natürlich vorsichtig guckt der erstmal, ist da vielleicht eine mögliche Echse hier von seinem Gegenspieler, aber Dark hat seinen Tree of Eternity diesmal an einer anderen Position aufgesetzt und diese Wisps stehen hier nur als Überbleibsel sozusagen. Schöner Detonate nochmal. 143 Mana noch im Moment, die Naga Siege Level 5 von Twinsen. Auch dessen Echse läuft jetzt, baut hier einen neuen Altar auf. Die Jungs geben sich gar nichts in diesem ersten Spiel. Ich habe schon viele Spiele gesehen, aber diese erste Map hier in Hamburg, die hat's in sich. Man baut hier ein Produktionsgebäude für Tauren und ein Altar, aber mit den vier Türmen, das sieht schon echt nett aus. Vor allem hat er ja auch noch die Upgrades, die Verteidigungs-Upgrades für Gebäude erforscht. Dark sollte zusehen, dass er so schnell wie möglich die gegnerische Armee findet. Denn ich denke, mit seinen zwei Level 6 Heroes, die jeweils genügend Mana für ihren Ultimate haben, sollte das gut funktionieren. Oder auch mit seinem Ultimate jetzt hier die Base, diese neue Base von Twinsen finden. In der alten Base hat Twinsen hier noch ein paar Arbeiter, die holen jetzt vielleicht noch ein bisschen Holz. Aber Dark weiß nicht so recht, wo es hingehen soll. Scoutet auch sonst nicht mit weiteren Einheiten. Verdient jetzt erstmal wieder Geld und investiert das auch in weitere Dryaden. Hier kommt noch ein Druid of the Claw. Und kauft sich neue Items. Ich glaube, Maddy, du musst noch warten, weil Twinsen Dark scheint erneut. Nein, nee, nein. Kannst weitermachen, Maddy. Entwarnung. Nein. Doch nicht. Man weiß es nicht. Oh, es geht wieder los. Mountain Giants in der ersten Reihe. Zwei Stück diesmal. Und wieder Ultimate. Stampede und Tornado. Und diesmal sieht's, denke ich, dann endlich schlecht aus. Da kommt das DG von Twinsen, diesmal zur rechten Zeit. Dankeschön, danke, danke, danke. Und hier Shadow Strike gegen den Farseer. Wisp mit dabei. Shadow Strike gegen einen Spirit Wolf. Unnötige Aktion, meiner Ansicht nach. Unnütz Mana damit verschwendet. Und da kommen Huntresses. Diesmal haben wir auf der ersten Map überhaupt gar nicht gesehen. Hier sehen wir einen Fast Tag, einen relativ schneller Tag auf Tier 2 auf der Seite des Orkspiegers. Und direkt hinterher kommt eine zweite Kaserne. In der Kombination neu für mich. Creep jetzt hier von Dark mit den ersten drei Huntress. Schöner Detonate nochmal. Damit Level 2 für die Warden. Vier Hunts jetzt. Und eigentlich sollte er jetzt seinen Vorteil nutzen. Shadow Strike jetzt nochmal. Da kommt der Shadow Strike. Versucht jetzt hoffentlich mit den Hunts zu blocken. Genau das versucht er. Ups. Wie schön kann man jemanden verarschen. Twinsen. Hervorragend hier mit seinem Farseer unterwegs und wird wahrscheinlich jetzt hier, kostet einfach nur Zeit Dark, denn Twinsen wird sich gleich nach Hause teleportieren, Healing Selves kaufen und dann hat Dark gar nichts gewonnen.
Aber das macht er nicht. Er versucht erstmal wegzurennen. Farsir ist schnell genug, kann abhauen. Und das bedeutet genügend Zeit jetzt für Twinsen, der die ersten Katapulte pumpt. Katapulte, genau der richtige Konter gegen Hans. Hans sind unarmored als Armor-Type und sind gegen Katapulte sehr, sehr machtlos, beziehen sehr viel Schaden von Katapulten in Kombination mit Grunts als Blocker davor, mit Sicherheit der beste Konter für den auf Hans spielenden Dark. Und Twinsen geht hier wirklich bis zum letzten. Shadow Strike, 37 Hitpoints noch, will sein Town Portal nicht verschwenden, parkt jetzt hier in seine Burrows, nicht genügend Mana im Moment, die Warden, um jetzt hier den Pass hier noch auszuschalten. Der läuft einmal komplett durch seine Base und packt ihn jetzt, schön gemacht, in den Zeppelin. Und der Zeppelin wird jetzt genau vor die Base stellen des Night Elf Spielers. Tier 3 Upgrade jetzt schon von Twinsen. Jetzt dürfte Dark sehen, was ihm blüht. Vier Katapulte beschießen jetzt hier das Haupthaus. Ups, die muss er schnell wieder einpacken. Ja, aber das kostet alles Zeit hier, Dark. Hat er schön nochmal kurz einen Katapult ausgepackt. Packt jetzt wieder ein. Schön nochmal in den Wald geschossen. Ja, aber fast die falsche Richtung. Sehr schön hier. Im Wald aufgestellt, das Katapult. Hat vorher einen Baum weggeschossen und platziert jetzt hier im Wald seine Katapulte. Und da kommt Dark nicht dran. Nice Run-Aktion von Twinsen. Kommt aber mit den Katapulten trotzdem noch zur Base durch von Dark. Also die Replays von diesem Intel Friday Night Game werden definitiv in die Geschichte eingehen. Und keine Chance hier für den Night Elf Spieler, oh, seine Base zu retten. Und Dark merkt das, kann sich nicht entscheiden. Wie immer. Jetzt aber doch zum Angriff auf die gegnerische Basis. Und gleich ist sein Haupthaus down. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Aber das heißt, dritte Map. Ach, Dark hat sich übrigens umentschieden. Kommt doch zurück. Twinsen hat währenddessen genügend Zeit, hier sein Tech-Upgrade fertigzustellen. Creept noch ein bisschen mit seinem Farce hier. Und immer noch kein Drankommen für Dark. Hier aus der hinteren Reihe mittlerweile Twinsen. Hat sich schön noch ein Loch geschossen hier für den nächsten Katapult. Das ist ja eine wahnsinnig gute Ablenkung, wenn man einen Fast-Tech hinlegen will. Ja, er versucht jetzt hier mit Archern zu kontern. Aber das sind einfach nur zwei Archer, die er im Moment hat. Und die down. Nur noch einer. Jetzt versucht das noch mit Hans. Klappt aber nicht. Es geht nicht, Dark. Das geht nicht. Also das ist Onage, nichts anderes. Twinsen hat heute Onage für sich gebucht. Nicht ganz klar hier durch diese Aktion der Spieler des Abends. Ja, der Dark kann es einfach immer noch nicht fassen. Er versucht immer mal wieder durchzukommen. Ups, und jetzt wird's richtig gefährlich. Jetzt das Upgrade für die Katapulte. Und das tut weh. Nein, Dark, es funktioniert nicht. Dark hat hier jetzt aber eine Echse aufgebaut. Kennen wir ja von ihm. Versucht sein Haupthaus zu reparieren. Und jetzt kommen hier die ersten Air-Units. Auf der Seite von Dark sehe ich da oben. Aber das ist natürlich auch alles freie XP. Da geht das erste Katapult down von Twinsen. Der hat mittlerweile seinen Town Chieftain dabei, kriegt hier natürlich XP durch diese Aktionen. Das sind die Archer natürlich hier, die über die Distanz die Katapulte ausschalten, aber auch die Archer fallen hier. Ein einziges Katapult jetzt noch. Ah, hier oben kommt das nächste nochmal angerollt. Und dieses Katapult ist natürlich gefundenes Fressen für die Handfesters. Immer noch Level 3 für die Warden. Das letzte Katapult. Im Moment nur ein Archer da. Ein einziger Schuss. Twinsen, komm. Schieß. Klups. Ja. Und
Kommt noch einer. Schön gemacht. Air-Unit jetzt hier. Die aber wohl nicht treffen kann mit seinem Katapult. Nächster Archer, versuch's nochmal. Der ist zuerst down. Im Moment sieht so aus, als wäre zuerst Katapult down. Die Zeit nutzt Twinsen, um weiter zu creepen. Level 2, Level 3, seine Heroes, Grunts dabei. Und da kommen Tauren. Twinsen nutzt die Zeit, eine strategisch sehr wichtige Creep-Position hier frei zu creepen. Diese Creep-Position ist das einzige, was doppelt ist auf der Map. Einfach ist nur auf der Map, nicht spiegelbildlich auch vorhanden ist. Das heißt, wer diese zuerst creept, hat definitiv, wenn beide spiegelbildlich creepen würden, einen Vorteil. Drückt sich darin aus, dass hier Level 3 und Level 4 jetzt bereits unterwegs ist. Dark weiß jetzt, wo sein Gegner ist. Zwei Katapulte von Twinsen tauchen in die erste Reihe. Jetzt bin ich gespannt. Schöner Chain Lightning, da fallen bereits zwei. Hans ist es. Hans tauchen hier gegen die Druids of the Claw. Tauren Chieftain bekommt Shadow Strike ab, muss aufpassen, hat noch Potion of Invulnerability, nutzt die jetzt. Zieht sich zurück, noch eine Shockwave. 43-40 Versorgung für Dark, seine Level 4 Warden, muss sich raus teleportieren. Und da kam auch noch das Item von Twinsen, der rote Drache. Red Drake Egg. Drei Katapulte, zwei Heroes. Twinsen, mach einfach Folgendes, geh jetzt hier rüber, reiß die Echse ab und mach's wenigstens kurz, wenn du schon die Map für dich entscheiden musst. Wenn du schon das Spiel für dich entscheiden musst. Ja. Sieht ja so aus im Moment hier. Und nicht anders. Ja, das wird jetzt wohl auch machen. Er wird sich dann Rat zu Herzen nehmen. Muss vielleicht schauen, dass er seinen Town Chieftain wieder auf den Damm bringt, der relativ angeschlagen war. Versucht den Farce hier auszuschalten mit der Warden, Dark. Gerät ins Fokusfeuer hier. Und um seinen Farce hier zu schützen, teleportiert sich raus Twinsen. Level 4 Farce hier. Also Dark hat alles verloren in diesem Kampf. Und trotzdem ist Twinsen raus teleportiert, weil ihm einfach die... Upsa, und hier ist er noch gefallen. In der Base. Shadow Strike war das. Und die restliche Energie in der Base abgezogen. Das heißt, unnütz dieser Teleport zurück. Das ist natürlich ärgerlich, weil er mit diesem Kampf eigentlich alles klar machen konnte. Scroll of Speed, Scroll of Protection, Potion of Healing. Und was er hier an Siege-Units rauspumpt, das ist wirklich unglaublich. Katapulte dabei, 5 Tauren, also eine richtig schlagkräftige Armee. Und bei Dark ist im Moment, ja, gar nichts. Der teleportiert sich jetzt in seine, wohin? Hatte wohl ein Townportal zu viel. Ja, ein bisschen voran in seine Base. Ja, ich wäre auch der Meinung, er wäre da pünktlich gewesen. So, Scroll of Protection und der finale Angriff wahrscheinlich von Twinsen. Schön fokussiert hier die Warden. Potion of Invulnerability nutzt sie da schon. Reißt jetzt hier erstmal erste Produktionsgebäude ab und die Warden in wenigen Sekunden. 100 Hitpoints noch. 60, 20, Warden down. Level. Und da kommt das GG von Dark. Damit steht's 1-1. Da kommt der zweite Hero von Twinsen und das ist der Town Chieftain. Und man sieht hier das gleiche Tech-Upgrade auf Tier 3. Geht zum Shop, kauft sich erstmal Healing Self, Scroll of Speed vielleicht. Während hier weiteres Harassing zwischen den Einheiten von Twinsen und Dark vonstatten geht. Dark kümmert sich wieder hier um einen Grunt. 50, 20 Hitpoints noch, wieder ein Grunt down. Also wir sehen, wie entscheidend das hier ist, auf diese eine Slow-Funktion hier drauf zu kommen. Deswegen auch für den Human-Spieler im Spiel gegen den Ork ganz, ganz entscheidend, dass er auf seine Sorceress kommt. Schöne Shockwave. Jetzt muss die Naga aufpassen. 30 Hitpoints noch. Und sie hat kein Townportal dabei. Tauren vergisst Twinsen hier in der Hektik. Die Moonwells sind voll gefüllt, können hier erstmal Heilung für die Naga schaffen. Und hier geht's auf das nächste Produktionsgebäude von Dark. Der Town Chieftain mit Wurde abgebrochen oder konnte ich fertiggestellt werden? Ich hab's gerade nicht ganz mitbekommen, sah für mich nach abgerissen aus.
Und immer wieder der Fokus auf einzelne Units von Dark. Produziert weiterhin Archer. Und versucht einzelne Units auszuschalten, aber verliert immer wieder seine Archer, die hier von hinten, während er hinter einzelnen Grunts herrennt, von dem Ork-Spieler ausgeschaltet werden. Der ist jetzt fast schon auf Tier 3. Baut ihn jetzt. Nächster Versuch hier, Ancient of Wind aufzubauen. Ebenfalls abgebrochen diesmal. Detonate, der hat gesessen. Und wirklich die Eco von Dark. Noch ein Detonate. Sagen, sie läuft. Verliert einen weiteren Archer. Das ist ekelhaftestes Harassing, was hier abgeht. Hier wird nur getaggt derweil. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen mit seinem Town Chieftain. Town Portal hat er dabei, wird ihn aber glaube ich nicht retten. Kann er jetzt nicht mehr. Und Town Chieftain down. Und er wird auch noch auf dem Rückzug hier jetzt durch die Eispfeile diesen Grunt hier downbringen können. Fängt jetzt natürlich wieder an zu produzieren. Immer wieder bleibt Twinsen hier in der Verteidigung. Der Schlangenschutzzauber. Jetzt muss er aufpassen. Ein Farcia, ziemlich angeschlagen. Gestunt und Farcia down. Sein wichtigster First Hero ist down. Aber während der Zeit, hier, schöne Shockwave. Zwei Archer und hier ein Dude of the Claw ausgeschaltet. Trotzdem nochmal hier reorientieren. Healing Ward heilt sich da nochmal. Wo ist ein Shadowhunter? Der ist down. Da sieht man, was hier ein Beastmaster anrichten kann. Das ist wirklich unglaublich, dieser Hero. Level 2 jetzt der Town Chieftain. Und Twinsen gibt's nicht auf. ...580 Hitpoints noch der Beastmaster. Jetzt hier Fokus auf den Town Chieftain. Wenn der fällt, denke ich, wird es langsam kriminell für Twinsen. Down der Town Chieftain. Zwei tauchen hier noch. Wovon einer jetzt mit einem Grunt die Rückkehr versucht. Aber auch hier wird jetzt Slow kommen von den Dryaden als auch von der Naga Sea Witch. Level 4 Naga und Level 5 gleich hier der Beastmaster. Aber Twinsen, wie wir ihn kennen, der gibt natürlich nicht auf. Der produziert hier drei Heroes in der Pipeline. Und es sieht nach der Konfrontation aus, auf die wir gewartet haben. Stasis Trap zugeschlagen. Zwei Meat Shields hier, die Mountain Giants werden zuerst mal gefokust. Sehen, was die Feendrachen hier gegen die Caster machen hier hinten. Während hier schwer ist, eintauchen, down. Und hier down der Chieftain. Mountain Giant down. Im Focus Fire, wo ist der Beastmaster? Oh mein Gott, ey, das kann man hier bitte noch sehen. Tauchen, Chieftain down. Als erster Hero in diesem Kampf und es sieht im Moment schlecht aus für Twinsen. Zwei Helden von ihm down. Jetzt der Ultimate. Stampede. GG von Twinsen. Den Dark habe ich schon neben mir. Twinsen baut irgendwie noch ein bisschen ab. Kommt sicher gleich auch mal rüber, wenn er ein bisschen Zeit hat. Hat jetzt direkt mal noch eine Waffel reingeschoben. Dark ging ja nun doch ein bisschen schneller gerade, als wir so gedacht haben. Selbst Twinsen war überrascht. Ja, ich war auch ziemlich überrascht, weil ich habe eigentlich gegen bergauf gekämpft. Also ich war klar im Nachteil, aber die Mountain Giants mit harten Skin und hinter noch Dotté mit hier Cyclone haben es dann wohl gerissen. Wie ist es für dich ausgegangen aus deiner Sichtweise? Nicht sehr gut. Am Ende dachte ich eigentlich, ich gewinne das, aber Amy waren dann plötzlich alle Units tot und ich habe verloren. Mit deiner Erfahrung, die du mittlerweile in Warcraft 3 hast, müsste sowas doch eigentlich zumindest ein bisschen berechenbar gewesen sein, oder? Ja, ich habe ja auch berechnet, dass ich gewinne. Den Kampf zumindest. Ich stand auch in der höheren Position, aber irgendwie war dann plötzlich bei mir alles weg und... What's up? Forgot my due. Oh man.
stuff on purpose. Und Matt Farage steht eigentlich unter besonderem Druck, denn ich glaube, seine Eltern sind heute Abend hier. Und die werden sich angucken, was ihr Sprössling dort produziert. Der Pro-Gamer, ich meine, wenn er das schon als Beruf angibt, Mami, Papi, ich bin nur Pro-Gamer, ich verdiene nur mein Geld so, dann soll er jetzt mal zeigen, was er drauf hat. Aber wir können die Eltern beruhigen. Liebe Eltern, der Junge ist richtig gut und hat auf jeden Fall eine große Zukunft für sich, wenn er so weitermacht. Ja, auf jeden Fall. Also gerade was man im Laufe der letzten Saison gesehen hat, wie er sich entwickelt hat im Laufe der letzten Saison oder auch über den Sommer hin, wie viel besser er geworden ist, dann hat er auf jeden Fall eine große Zukunft vor sich. Weil am Anfang der Saison war er noch der Dauerfeuer-Joe, ja, bei uns. Ja. Und jetzt ist er wirklich einer der etablierten Spieler im Team von MTV, vor allem in der Pro Series. Ich warte darauf, dass das Spiel gestartet hat, aber vielleicht... Es ist schon gestartet. Das ist die erste Runde und ich würde sagen, gucken, ob das Publikum noch wach ist. Einen großen Applaus für MTV und High Fidelity. Ist das Publikum noch da? Ja, die Jungs sind auf jeden Fall noch mit uns. MTV High Fidelity, DE Coral ist die Map und wir bleiben bei den Techern. Wir bleiben bei Haas, dem Teamcaptain von Mortal Teamwork. Und dieser gibt entsprechend den Ton und auch die Laufrichtung an. Und das sieht man natürlich sehr oft auf Kabel. Natürlich wird hier sehr viel rotiert, natürlich wird hier sehr viel geschoben. Man schaut erst, wo ist der Gegner, wo können wir hingehen. Es ist nicht so wie bei anderen Maps, wo es eine festgefahrene Taktik gibt in der ersten Runde, sondern hier wird wirklich sehr viel auf den Gegner reagiert, auf die Defender. Und das ist insofern nötig, als dass die beiden Spots für die Attacker eigentlich relativ schlecht beide zu attacken sind. Sondern man muss sich irgendwann mal entscheiden für einen. Ja, man kann auf jeden Fall auf verschiedenen Seiten erstmal stören, aber wir sehen hier, der Haas, der hat gerade eine HE, muss er gefangen haben, hat nur noch 40 Hitpoints und jetzt wird langsam auf den großen Spot gegangen. Hat die USP, ich weiß nicht, ist der Schalldämpfer immer noch ein Fehler von... Das ist immer noch ein Fehler von HLTV, dass man hier den Schalldämpfer sieht. Da ist natürlich auch eine ganz, ganz beliebte Position, einfach um die Rampe runterzuschauen und um zu schauen, ob dort sich ein Gegner aufhält. Die Jungs sind sehr, sehr leise. Ist nicht, weil wir keinen Ton haben, sondern die Jungs sind echt leise. Und jetzt kommt der Tag auf den Spot B, auf den großen Bombspot. Und dementsprechend fliegen hier die Grands Monster schon mit dem ersten Frag gegen Raids. Also, Raid ist schon raus. Und die Bomben natürlich noch in Besitz von Morty Walk. Jetzt muss natürlich dafür gesorgt werden, dass hier ein Durchkampf ist. Aber Sabotage on Chief. Ganz schnelles Spiel hier von High Fidelity. Sabotage und Chief, die hier diesen Spot sauber halten. Die Jungs, die haben es also zu zweit geschafft, diesen Spot reinzuhalten. Natürlich dementsprechend schon der Geld- und Waffenvorteil auf Seiten von High Fidelity. Die haben die Pistolenrunde gewonnen. Dementsprechend haben sie die Chance, die nächsten zwei Runden ebenfalls zu gewinnen. Man sagt ja immer, Faustformel, Pistolenrunde plus zwei. Und mal schauen, was MTV hier macht. Wir bleiben bei Raid, schauen, ob er jetzt hier mit der Glock vielleicht ein bisschen Lucky-mäßig was reißt. Aber er ist hier alleine über links gegangen, das heißt, er wird hier vielleicht ablenken, aber da kommen seine Mates noch hinzu, das heißt, Raid war nur ein bisschen schneller als der Rest. Ja, also gerade jetzt die zweite Runde, wenn man die erste Runde verliert, ist ja eine Runde, in der es sich gerade anbietet, hier auf Kabel einen Glockrush zu machen, hier auf den großen Spot, aber dazu lassen sich MTW nicht hinreißen. Wobei es schon schwer ist mit der Glock, ganz über den ganzen Platz zu sehen und dann gegen die Colt anzurennen, also das ist schon schwer. Also ich denke, die Jungs, die tun ganz gut, um hier abzuwarten. Das 2-0 sicher eingefahren. Waffen und Geld haben sie sowieso schon. Insofern, no panic auf Seite von High Fidelity. 2-0 High Fidelity und dementsprechend das Mindest soll erfüllt. Ich hoffe, wir sehen jetzt vielleicht eine Überraschungsrunde von MTW, in der sie vielleicht kaufen. Aber nein, natürlich auch noch eine dritte Spar von MTW. Normalerweise war MTW immer eines dieser Teams, das in der dritten Runde bereits gekauft hat. Das hat sich ein bisschen geändert seit CS 1.6 oder zumindest seit Max Rounds 15. Aber jetzt sehen wir hier, dass es vielleicht doch eher nach dem Rush aussieht. Jetzt werden sie ja wieder langsamer. Ja, das sieht und genau nach demselben Muster aus, wie eben in der Runde, als Raid sich da ein bisschen versteckt hat. Und dementsprechend glaube ich, dass sie diese Runde auch herunterspielen werden. Ja, nur wenn der Toad jetzt eben diese drei Runden gespart hat, dann kann er sich in der vierten Runde die AWP leisten.
Was wirklich auf dieser Map auch sehr, sehr wichtig ist, dass man mindestens einen Spieler mit AWP dabei hat. Also jetzt hat Herr sich hier blicken lassen in der Mitte, was natürlich für ein bisschen Verwirrung vielleicht sorgen könnte. Hey, High Fidelity, aber man sieht es, Chief und Sabotage haben diesen B-Spots voll im Griff, lassen sich auch nicht irgendwie locken oder so. Und dementsprechend dieser Spot immer noch secure. 5 Sekunden noch. Und das ist das 3:0 für High Fidelity. Also das Beste daraus gemacht. High Fidelity 3 Runden außergewonnen, Pistolenrunde geholt insgesamt. Und dementsprechend jetzt die erste wieder Full Equip Runde von MTV. Und jetzt, wir sind ganz gespannt, was die Jungs reißen werden. Ich bleib mal bei Toady, schauen, ob er sich dann AWP geleistet hat. Ganz genau. Natürlich. AWP hier Standardprogramm von Toady und sein Genuss, ihm dabei zuzuschauen. Und er ist auf jeden Fall ein Garant dafür, dass bei ihm die Action geht. Deswegen weichen wir ihm jetzt mal nicht von der Seite. Ja, sieht so aus, als wählen sich ja den Weg durch die Mitte, der auch, wenn man auf diesen Spot geht, wenn man gemeinsam durch die Mitte geht, ist es der leichteste Weg. Ja, wobei ich Toady als einzigen sehe, der einfach nur hier ein bisschen secured. Der Rest geht ja, die anderen sind, glaube ich, schon vorher runtergegangen. Die sind schon hier unten eben. Ich dachte, der Toady, der würde ein bisschen unruhiger werden mit seiner Vaterschaft. Der ist erst auch 20 Jahre alt, ist zwar schon Vater geworden und ich dachte, da würde er ein bisschen unruhiger werden, ein bisschen an Spielpraxis verlieren, aber hat anscheinend noch genug Zeit, um sich neben seiner Vaterschaft und dem Baby wickeln mit Counter-Strike zu beschäftigen. Vielleicht macht er beides gleichzeitig, würde ich auch noch zutrauen. So, wir schauen jetzt mal kurz an, wo es hier abgeht. Also MTB zu dritt durch die Mitte und die üblichen Positionen werden natürlich dementsprechend wieder hier angegangen. Smoke hat ein bisschen ihr Ziel verfehlt, die von Monster wahrscheinlich darunter. Und dann müssen sie die Fresh fliegen. Jetzt müssen die Grands fliegen, aber nur eine Grand gesehen, da kam auf jeden Fall zu wenig. Kommt noch eine Smoke und jetzt müsste eigentlich Action kommen. Jetzt müsste hier der Angriff auf den Spot geschehen. Ash mit schönen Grand gegen Monster und Chef doch, dann gehen wir gegen Ash. Und da ist Ash schon durch am Spot. Ash am Spot, Raid auch noch drauf, gucken wo die Bomb ist. Die wird getragen von Haas, der dürfte jetzt eigentlich planten, genau das ist jetzt passiert. Wir bleiben mal bei den Defendern, bei Chucky, der muss natürlich jetzt rein. Die Zeit läuft gegen High Fidelity, 35 Sekunden Bomb Time, Matt Barrett mit AWP, noch sehr ausgeglichen bisher. Sehr schön, Sabotage rausgeholt mit AWP, Toady gegen Chucky. Und damit noch ein Spieler verbleibend bei High Fidelity, das ist der liebe Chef Koch und der kann hier nicht mehr sehr viel machen. 29 Hitpoints, versucht man vielleicht einen oder anderen zu erwischen. Oh, gegen Haas. Nice. Und damit aber die erste Runde für MTV, die wird auch der liebe Chefkoch nicht vermeiden lassen. 1:3. Und da hört man natürlich, wer hier die Lokalmatadoren sind. Ganz sicher. MTV natürlich hier Heimvorteil. Ganz klar. Erster Intel Friday Night Game Event in Hamburg. Und alle sind sie gekommen. 1:3 und da muss natürlich jetzt ein bisschen was kommen. Jetzt muss es natürlich High Fidelity unter Druck. Wir sehen ja USB, also Sparpistolenrunde von den Jungs und dementsprechend muss MTV jetzt hier ein bisschen aggressiver vorgehen. Der Ruf kommt schon, ja, die Jungs sind in der Mitte, reisen aber immer noch am B-Spot und dann wird gut gefaked. Yes, der sich hier einholt, Raid und jetzt muss eigentlich, genau, volles Programm zurück. Und mit USB hast du natürlich schlechte Chancen auf Cowboy, weil die Distanzen einfach ziemlich groß sind. Da wird jetzt auch gleich noch eine Blend hier reinfliegen und dann ist man quasi ausgeschaltet. Ash gegen Sabotage. Ash war wieder im großen Spot, hat dort ein bisschen gestört. Da haben wir noch 2 Spieler, noch tief verbleibend. Den haben wir hier im Bild. Wir bleiben mal bei ihm. Chief, der einzige verbleibende Spieler. Das ist natürlich mal eine ganz unangenehme Situation, wenn man 5 Gegner noch übrig hat. Und man hat noch eine USP am Start. Und keine Chance. 2:3. Und niemand geringerer als Matt Ferret. Das Dauerfeuer kann er immer noch. Diesen Frag holt AWP jetzt bei Chief. Das heißt, sie haben nur eine kurze Sparrunde eingelegt, um dann direkt wieder full equipped in den Kampf zu gehen. 2:3. Diese Runde könnte der Ausgleich sein für MTV.
Und es geht wieder langsam durch die Mitte. Todi hier gegen Monster. Sehr schön gesehen, hat wahrscheinlich die Mitte gedeckt von hinten. Und jetzt muss hier die erste Brand oder Smoke fliegen. Oh, Rake auf jeden Fall geblendet, also schön, schöne Kombination. Ash, der sich hier über links ein bisschen herangeschlichen hat, verstärkt einfach nur, um seinen, auf seinen Moment zu warten, um links vielleicht von hinten zu erwischen. Also schöner Fake eigentlich, wenn dieser denn jetzt mal ein bisschen zu tragen kommen würde. Ja, das kennt man mittlerweile, diesen Fake, dass man wirklich nur einen Spieler abstellt an dem großen Spot, der da ein bisschen Radau macht und die restlichen Spieler ablenkt vom Gegner. Und wir schauen ganz kurz, wer könnte ihn hier erwischen? Chief, der schaut hier mit Double Zoom quasi in das Loch und könnte Ash hier ziemlich wehtun, wenn dieser sich nochmal nach vorne traut. Ja, und jetzt müssen sie sich doch wieder etwas zurückziehen und versuchen es jetzt mal über rechts zum Spot zu kommen. Aber über rechts ist es halt relativ schwer, dann auf den Spot rauszukommen, weil es doch ein kleiner Eingang ist. Also wir müssen entschieden, sie gehen über links und das halt relativ schnell, damit wieder viel rotiert. Todi mit AWP, da sieht er gar nichts. Und HFD, zweimal erfolgreich, Chefkoch Sabotage gegen Hass. Chief ist auch da mit AWP. Und der Junge, der hat auch drauf. Schauen, ob wir ein Duell Todi gegen Chief sehen werden. Ah, okay, war nicht Todi, war Ash. Und Todi gegen Chief, nice Frag. Unglaubliche Reaktion, der Junge. Und dann ist es noch der Chefkoch, der hier die Fahne hochhält für High Fidelity. Drei Spieler übrig von MTV, nämlich der Ash, der Todi und der Raid. Bombe kann jetzt geplant werden, 47 Sekunden noch zu spielen. Wurde genau 45 Sekunden vorher geplantet. Dementsprechend Chefkoch, der sich jetzt hier defensiv natürlich verhält, um seine Waffe zu sparen, um dementsprechend einen Vorteil vielleicht noch rauszuspielen in der siebten Runde, die wir nach dieser Runde sehen werden. Ja, insgesamt wird gespielt Max Rounds 15 zur Erklärung und Erläuterung unserer Gäste hier auf dem Interplay Night Game Nummer 6 in Hamburg. Also jede Halbzeit, zwei Halbzeiten, jede Halbzeit hat 15 Runden insgesamt, die verteilt werden auf beide Teams. Und die Bombe ist explodiert. Also Ausgleich 3-3. Und Chefkoch natürlich mit der aufgesparten Colt. Dann muss ich ganz kurz, was seine Teammates haben, die müssten eigentlich auch gekauft haben. Und wenn es nur eine MP5 oder eine Famas ist, aber wir sollten jetzt hier nicht den Chefkoch als einzig verbleibenden Equip in die Runde gehen lassen. Doch, sieht so aus, USP nur bei Sabotage, der ehrlich vielleicht ein bisschen anders reagiert. Ja, wobei die Famas im Gegensatz, dass wirklich jeder gesagt hat, die Famas und die Galil, die werden wirklich viel eingesetzt jetzt bei 1-6, sehen wir, dass kaum einer Famas und Galil benutzt. Also die Waffen sind deutlich überschätzt worden. Alles eine Gewöhnungssache, glaube ich. Das haben wir auch schon im Spiel Schrödkommando gegen Ukraine gesehen am letzten Mittwoch auf ESL-TV. Es ist hier sehr beliebt, diese Doppeldeckung zu machen auf die Rampe und dementsprechend einfach sicher zu sein, dass da kein Gegenspieler kommt. Schauen wir ganz kurz, wo die Defender sich gerade aufhalten. Chief natürlich mit einer sehr offensiven Position hier auf der Kiste. Aber sie sind allesamt am falschen Baumpoint. Nur Chucky, der im Loch ist, aber nur USP am Start hat. Dementsprechend ist es relativ schwer. Aber könnte jetzt hier Raid erwischen, der in die falsche Richtung schaut. Der wird auch nicht gedeckt, wie es aussieht. Und genau so passiert. Mit Ankündigung. Chucky gegen Raid mit USP. Kann die Waffe aber nicht holen. Und wurde nicht gedeckt von seinem Teammate. Das kann er hier dem Hass auf die Kappe schreiben. Ja, da ist er wirklich von seinem Teammate ganz, ganz schlecht gedeckt worden. Da gar nicht gedeckt worden. Gar nicht. Umgedreht. Und jetzt natürlich hier die ganzen Smokes werden ausgeräuchert, die Jungs. Und dementsprechend sollte jetzt der Rush kommen auf den Spots. Schauen wir uns kurz, wo die Bomb ist. Wir sind mit Monster und Chucky. Sind von hinten durch und versuchen jetzt von hinten. So, die gegen Chefkoch. Damit die einzige Waffe, nämlich die Colt, verloren. Todi hat das Ganze klar gemacht. Schauen wir, wo der Junge sich aufhält gerade. Den hat er auch noch. Eine schöne Reaktion von Todi. Der hat natürlich wieder sein volles Leistungsspektrum abgerufen. Mit Ankündigung, wie gesagt. Der Junge, der ist immer 100%. Ja, konstante Leistung bei jedem Spiel, egal Bombe ob sein geplantet. Team gewinnt oder verliert. Bombe geplantet, jetzt 50 Sekunden vor
Rundenende, das reicht noch. Die Bomber braucht 35 Sekunden und dementsprechend muss jetzt hier HFD reagieren. Sie haben nur USP zu verlieren. Chief holt noch Toady. Er ist sicher auf dem Spot. Er ist auch noch mit AWP-Deckung, das heißt noch einer verbleiben, das ist der Chief. Und auch der hat keine Chance gegen Matt Barrett. 4 zu 3, die erstmalige Führung für Morten Teamwork, für MTW. Und damit haben sie sich wieder eine ganz gute Ausgangsposition geschaffen. 4 Runden in Folge geholt. AfD seit 4 Runden dementsprechend nicht mehr erfolgreich. Die müssen sich das einfallen lassen. Haben jetzt gespart, dementsprechend jetzt wieder eine Crypt-Runde. Und bisher noch kein voller Angriff auf diesen D-Spot, außer in der ersten Runde. Und das sollten sie sich eigentlich merken. Die geht immer durch die Mitte. Ja, sehen wir es aber, das Standard, die Standardprozedur, dass fast das ganze Team erst auf den B-Spot läuft und schaut, ob dort ein Rush kommt oder nicht. Und dann sich zurückziehen und auf ihre Prosis gehen, auf den A-Spot. Oh, hier wird relativ zielgenau durchgeschossen durch die Wand von einem Gegenspieler, von einem CT. Chief, beliebte AWP-Position, has... Hier irgendwelche Kiste gehört, wen der das nicht versteht. Dahinter könnte ja jemand hocken. Sehr, sehr vorsichtiges Vorgehen hier von Mortal Teamwork. Durch jede Ecke wird ausgeblendet. In jede Ecke wird eine Flash geworfen. Wobei ich sagen muss, das habe ich auch vom Schrottkommando gesehen. Also das sind Taktiken, die mittlerweile gang und gäbe sind. Auch wenn sie sind natürlich sehr, sehr effektiv. Wir haben es gesehen und dementsprechend sehr, sehr sinnvoll. Jetzt natürlich die... Grants in das Loch und dementsprechend sollte jetzt der Rush kommen auf den Spots, um hier zur 5. Runde für MTW zu einen. Wird er wieder nicht gedeckt. Chucky, diesmal ein bisschen kassiert, nicht so zielgenau. Hier, ja, hat nicht gesessen. Ja, und die Rauch ist wirklich mittlerweile sehr, sehr effektiv geworden, aber auch kurz. Und jetzt hätten sie eigentlich schon raufkommen sollen, weil... Ja, sie verschwenden ein bisschen was, aber sie ahnen auch, dass sich das Spieler aufhalten. Raids gegen Monster. Toady, den musst du haben und den hast du auch gegen Chucky. Sabotage auch noch mit AWP, sieht hier doch einiges noch durch den Rauch. Völlig hundertprozentig perfekt. Und Sabotage und Chef Koch dreimal. Oh mein Gott. Sehr gute Position hier von Chef Koch. Toady, 16 Hitpoints, der weiß auch nicht so ganz genau, was er machen soll. Ja, rechts der Chefkoch, links und die AWP. Er holt 4. 4 zu 4. 4 zu 4, erste Runde wieder nach 4 verlorenen Runden für High Fidelity und 4 Frags von High Fidelity vom lieben Chefkoch. Also, wir haben hier 3x4 im Spiel und bisher ein sehr gut ausgeglichenes Spiel. Zwei gleich starke Mannschaften. Toady mit Monster, der ein bisschen zu voreilig war. Schauen wir uns kurz, wo Toady ist. Ah, den hat er auf der Rampe auf der Gegenseite erwischt. Ja, langsam finde ich, ist es etwas berechnend, inwieweit MTW hier wirklich permanent durch die Mitte geht. Ja, das meine ich ja. Langsam könnte man auch so eigentlich wissen auf Seite von High Fidelity, dass er wirklich permanent durch die Mitte gegangen wird. Sie haben das gelernt, 2-3 Mann ist mittlerweile am Loch. Hin zum A-Spot. Und MTW hat nicht mal mehr den Ash drüben am großen Spot zum Stören hingeschickt. Oh, die Flash ist auf jeden Fall gesessen. Er ist letztlich beirren. Sabotage setzt nach. Raid kommt jetzt über rechts. Sinnvoll. Chucky, der hat auch gesessen. Also zu zweit über rechts. Die Bombe geht auch über rechts. Ash, der jetzt hier über links geht, ob das so sinnvoll war. Und Matt Barrett schaut jetzt erstmal, ob hier irgendwas zu holen ist. Jetzt müssen sie raus, jetzt wirkt die Smoke noch. Sagen die Smoke noch wirkt, ist Sabotage hier geblendet oder gestoppt mit seiner AWP. Sehr mutige Grand von Matt Barrett, aber Sabotage ist da gegen Raids. Matt Barrett kann die Bombe planten, 1:20 vor Ende. Und jetzt natürlich wieder der Druck da für die Defender. Oh, Toady, die erste Schwäche von ihm. Ash kann aushelfen, Toady ebenfalls. Und das ist auch der Chief da. Und der kassiert auch, also 5 zu 4.
spannendes Spiel von beiden Teams. Das ist relativ offen, man weiß nicht, was geschieht. Ja, ist gerade jetzt auch in der ersten Halbzeit, wenn es einfach so eng ist, ist einfach sehr schön. Ich meine, wir wollen ja hier kein Bash sehen, sondern wir wollen hier ein schönes, spannendes Spiel sehen. Aber das spiegelt auch die Tabellensituation wieder. Platz 6, Platz 7, gleich viele Punkte. Also da nehmen sich beide Teams nicht viel. Trotzdem eine erneute Sparrunde jetzt in der 10. Runde für High Fidelity. Das ist natürlich ein großer Nachteil, denn jetzt zählt jede Runde am Ende natürlich doppelt. Und es geht wieder durch die Mitte. Obwohl sie ja in der letzten Runde etwas variiert haben und zu zweit über rechts gegangen sind, ist es trotzdem hier der A-Spot, der Spot am CT-Spawn, den sie anvisieren. Ja, wobei zu zweit jetzt hier bei über links. Gucken wir die Bomb hat. Ash hat die Bomb. Läuft jetzt aber zurück durch die Mitte. Also auch hier wieder ein neuer Angriff durch die Mitte von MTW und High Fidelity. Ich würde einfach Mann und Maus da vorne postieren, denn die kommen eh hier durch. Da muss Ash aufpassen, dass er nicht die eigene Grandlord, Trades, Glück gehabt. Sehr schön gesehen. Schön Frag gegen Monster. Und jetzt sind es nur noch zwei. Jetzt ist nur noch der Chief und der Chucky. Und beide. Oh, Raids! Ich meine, wir wissen, dass du kein MTW-Lämmer bist, aber dass es so weit geht. Und der Chief, der hat sich hier in AK ergattert. Drei Hitpoints für Raids. 95 für Toady. Der kassiert jetzt auch hier einen Headshot. Aber natürlich nur noch Chief übrig und Raid ist da. Also 6-4, 10 Runden gespielt. Nicht zu vergessen, wir haben 2 Minuten Delay. Man mag es vergessen, aber die Jungs sind natürlich jetzt fast schon eine Runde weiter. Bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Ja, 6-4 ist auf jeden Fall für die Attacker, für die Terrors schon mal ein gutes Polster. Ja, wobei Cowell ist eine sehr schwere Map, also schwer abzuschätzen, also eine sehr, sehr ausgeglichene Map, eine der ausbalanciertesten Maps. Dementsprechend ist es schwer zu sagen, ob jetzt 6 Runden viel sind oder 4 wenig. Bleibt abzuwarten und letztendlich hängt es eh von der Performance ab. Wenn High Fidelity die super Attacker-Taktiken hat, dann werden sie vielleicht mehr Runden holen, an denen dementsprechend schwer zu spekulieren. Ja, es kommt einfach darauf an, wie MTW in der zweiten Halbzeit stehen wird, was sie sich für Plätze ausgesucht haben. Aber diese ist noch 5 Runden hin. Also wir finden uns jetzt hier in der 11. Runde von 15. Noch 5 Runden zu vergeben. Ash hier nur noch mit 21 Hitpoints. Da hat er wirklich was kassiert. Der war ja bestimmt wieder links auf dem Weg zu B und hat dort eine HE gefressen. Anders kann ich mir auch nicht vorstellen. Monster, der sich jetzt hier gleich mit Ash auseinandersetzen darf. Schauen, wie es aussehen wird. Ash oder Monster. Ganz vorsichtig, der Ash, er riecht ihn förmlich. Ich weiß nicht, ob Monster regelmäßig... Das ist die Intuition, das ist der Skill. Regelmäßig duscht der Monster, aber ich denke mal schon. Und deswegen zu zweit mittlerweile schon. Also Ash hat hier nicht sehr viel Spaß, wenn er jetzt gleich hier reingeht. Lässt deswegen auch sein. Geht jetzt aber rein. Und erwischt Monster mit 21 Hitpoints. Wir schauen, aber da ist noch einer. Der scheint das auch zu ahnen, dass da noch ein Spieler ist. Na, die hat nicht gesessen. Die wollte anders spielen, dass die in den Raum reinfliegt. Die hat ihn selber geblendet. Und Chef Koch, der sich jetzt hier mit Ash auseinandersetzt. Oh, das war easy doing für Chef Koch gegen Ash, der war relativ dunkle Ecke. Warum aber geplante Zeit läuft gegen High Fidelity Sabotage, müsste eigentlich seinen Arsch hier bewegen. Und Haas auf dem Spot. Also Sabotage und Chief gegen 3, gegen Toady, Matt Farron und Haas. Und das ist noch machbar, wenn denn jetzt hier was passiert. Also Chief, okay, läuft zurück und versucht hier mit Sabotage zumindest den B-Spot zu halten. Da geht zwar keine Action, aber zumindest ist es schön friedlich und gemütlich. Genau, und er kann die Waffe behalten, die er sich in dieser Runde gekauft hat, was das wohl am wichtigsten ist. Ein netter Nebenaspekt. Ein netter Nebenaspekt, genau. Damit das 7-4 für Mortal Teamwork. Die Jungs, die scheinen hier eine kleine
Reinkarnation zu feiern. Scheinen wieder ein bisschen Leben in das Team eingehaucht zu haben. Wir schauen ganz kurz auf Raid, auf seine Stats. Er ist zwar der schlechteste im Team von den Stats her, aber macht trotzdem, nimmt er eine wichtige Rolle eigentlich von der Position her und macht auch nicht allzu große Fehler. Meinst du, weil er seine Teammates fragt oder wie so? Jetzt geht's hier über links und zwar schnell. Das haben wir gefordert, der andere. Toshi, was machst du mit uns? Gegen Sabotage und gegen Chief. Also der Junge gefällt mir ganz besonders gut und ich glaube, sein Vaterglück hat ihm da nochmal ein bisschen mehr Antrieb gegeben. Unglaubliche Reaktion. Wie macht er das? Ja, ist einfach der Top-AWP-Spieler, einer der Top-AWP-Spieler Deutschlands und das sieht man auch. Wow, Kopfschmerzen für Haas, aber Tony mit seinem dritten Frag und damit 8-4. Eine schnelle Runde, wie wir sie gerne sehen. Und da hat sich Monster auf jeden Fall keinen Freund gemacht mit Haas. In your face, würde ich sagen. Ja, und das ist eine 13. Runde. HFD musste schon wieder sparen. Und jetzt mal sehen, es ist wirklich. Ich will jetzt keine Politikerwitze reißen, aber wenn sich unsere Republik mal ein bisschen ein bisschen Beispiel annehmen würde, dann würde es uns allen gut gehen. Denn High Fidelity ist wirklich nur auf Sparkurs hier. Auch wenn wir Chief mit AWP sehen. 8-4, 12 Runden gespielt. Wir befinden uns in der 13. Runde. Insgesamt natürlich 15 zu spielen. Momentan sieht es sehr gut aus für MTW. Also 8-5 ist auf jeden Fall schon mal doppelte Rundenanzahl. Und wenn sie das 9-4 haben und vielleicht sogar noch 10-4, dann haben sie auf jeden Fall hier eine fast sichere Kiste. Auch wenn High Fidelity nie abzuschreiben ist. Ich erinnere mich an ein Spiel WVW, Wächter von Valhalla gegen High Fidelity. Das war Summer ja, Cup ja, das war 2003. Summer Cup. Ein unglaubliches Spiel. Aber das. Wobei man dazu sagen muss, das war auf das 2 und das 2 ist wirklich ja, die Top-Map. Ja, aber trotzdem, High Fidelity kann immer zurückkommen und dementsprechend dieses Spiel weiterhin spannend. Egal wie diese erste Halbzeit ausgeht, dafür würde ich sogar bürgen, würde ich sagen, weil High Fidelity, MTW, zwei Top-Teams, die eigentlich immer noch relativ gleich stark sind. Sabotage, wo kommst du denn auf einmal her? Sagt sich Matt Ferret. Ja, da hat er sich zu weit rausgewagt. Aber Tony kommt jetzt. Keine Angst, Junge, ich mach das. Sagt er sich. Zwei AWPs sind da hinten am Spot. Einmal der Chief und dann der Sabotage. Brennen natürlich ganz wichtig. Ach. Eine richtig ruhige Hand, die er hier beweist. Tony Raid gegen Chucky Haas auch. Und zwar mit Garnier gegen Sabotage. Spot ist frei. Erstmal, dass sie diesen Spot hier angehen, dass sie die Bombe geplant wird. Chief! Gegen Haas. Gucken, ob Toadie hier was machen kann. Toadie gegen Chefkoch. Und das ist unser Chief. Glaube ich, was der Toadie heute leistet. Überlegt sich genau, wann er hervorkommt. Bombe durfte gleich so. Oh, den musst du haben. In den Fuß geschossen. In den kleinen Zeh. Und da ist nichts zu holen für Chief, denn der liebe Ash ist auch noch da. Monster AWP, aber es wird nicht mehr reichen, aber sein AWP wird er zumindest noch behalten können. Lauf, Junge, lauf. Hat gereicht. 9-4, MTW. Zwei Runden noch in dieser ersten Halbzeit. 13 Runden gespielt. Du sagst es, zwei Runden noch zu vergeben. Monster wieder mit AWP hat nur gelegt, hat einen Colt gelegt. Ich habe hier gerade eine Ingram gesehen bei einem Spieler. Kann das sein? Bei einem CT-Spieler? Das schauen wir natürlich sofort nach. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ah, doch, das habe ich gerade gesehen, dass einer gekauft hat. Das wäre schon sehr, sehr lustig. Stop. Oh, Tony. Also Monster sieht hier keine Schnitte gegen uns, Tony. Das war der Sabotage mit seiner Ingram. Zweimal vor euch Sabotage und Chucky. Und jetzt läuft für MTW. Einfach alles super flüssig. Sie agieren noch mehr, haben ihr Selbstvertrauen gefunden und dementsprechend kreativ als auch schnell trauen, schon mal andere Taktiken zu fahren als nur die durch die Mitte. So, also Schüsse werden dann auch getroffen. Raid gegen Chief und da wird noch einer verbleiben, nämlich der liebe Chief Koch. Aber Haas, der Team-Captain von MTW, macht das da 10-4. Und wenn das hier im 11-4 ausartet, dann wäre das schon fast unfair, weil High Fidelity ist es nicht so schlecht, wie das in den Scores wiedergespiegelt wird. Für die muss man auch eine kleine Fahne hochhalten. Matt Ferret jetzt aber schnell über links. Mal schauen, was hier auch konsequent durchgehalten wird. Nimmt eine Flash in die Hand, dementsprechend glaube ich schon. Schnelle Runde, da kommen einige Grants. Oh, Ash. Der Chucky.
Immer noch ausgeglichen. Has 25 Shitpoints, muss jetzt eine Gwen werfen. Flash natürlich. Aber man muss sagen, das Teamplay, was wir wirklich diese Saison vermisst haben von MTB. Zwei gegen zwei Teamplay. Das Teamplay, das sehen wir heute. Oh, Monster nimmt sich Hash. Und Koschewko auch Hash. Und damit das 10 zu 5. Und somit wäre der Vorsprung der von MTW Restart. Fast eliminiert. Natürlich MTW jetzt als Defender und High Fidelity als Attacker. Also umgekehrte Welt quasi. Und dementsprechend bleiben wir jetzt mal bei High Fidelity. Zweite Halbzeit auch Max Rounds 15 Sabotage mit USB. Über die Mitte und schaut auch erstmal, was hier passiert. Schaut, wo sich die MTWler postiert haben. Sind zu dritt in der Mitte. Ash und Ash, beide mit einem Frag. Chucky und Jeffro haben wieder ein Mann Vorteil. 4 gegen 3 Situation. MTW hat das ganz gut gelöst. Falsche Spot haben sie gewählt. Tony und Ash kommen hinzu. Und das war Teamplay at its best. Das haben sie perfekt gelöst. Jeder hat seine Aufgaben wahrgenommen und dementsprechend die erste sehr wichtige Pistolenrunde für MTW. Also, das Team, kann man sagen, ist back und vielleicht bereuen sie jetzt, Raids verloren zu haben, wenn sie es nicht eh schon tun. Ja, ich meine, dass sie überhaupt den Kraken noch geristet hatten, das fand ich schon sehr, sehr lustig. Hier sehen wir einen schnellen Rush von den Attackern hier. 2 zu 0, Matt Ferret mit 2 Frags und dementsprechend immer noch eine Sparrunde für High Fidelity und bei denen könnte die Luft so ein bisschen raus sein, denn sie haben nur 5 Runden geholt in der ersten Halbzeit, das heißt, MTW braucht nur 3 Runden, um schon das Unentschieden sicher zu haben. Das wird ihnen aber nicht genug sein. Jetzt wieder ein Glock Rush. Aber schnelle Runde von High Fidelity, das liebe ich an dem Team, die sind unkonventionell. Alright, hier kriegt fast alle. Und die Jungs, die halten nicht so viel von diesem Rumtaktieren und Rumspanieren und Rum. Sondern sie wollen ihr Action zeigen und das machen sie. Einfach unkonventionell und schön anzuschauen. Dementsprechend schon mal Bonuspunkte für High Fidelity, die jetzt allerdings full equipped sind natürlich. Nach 3 Runden, die sie verloren haben und deswegen jetzt ganz, ganz wichtig, dass diese Runde gewonnen wird. Das sind hier auch die Sniper-Points, die wirklich unglaublich sind, wenn man nur einen Spalt hier offen hat. Und wenn sich da ein Pixel bewegt, dann drückt man ab und trifft da noch jemanden. Und jetzt werden sie wahrscheinlich auch wieder durch die Mitte kommen. Was man bei MTW in der ersten Halbzeit sehr viel gesehen hat. Die Mitte ist einfach auf dieser Map, glaube ich, der beste Punkt, um anzugreifen. Ah, wobei das halten Gerücht ist, denn von der oberen Position haben sie eigentlich leichtere Spiel, die Defender. Aber du sagst es zu Recht, wird die Position noch oft unterschätzt von den Defendern. Das heißt, zu wenig Mann, die jetzt hier Defendern und wenn dann 5 Leute kommen, und dann ist es natürlich relativ schwer, das Ganze zu halten. Jetzt kommen die Grants. Flash war das. Toadie immer noch nicht gewarnt, immer noch am B-Spot. Er ist ganz weit links. Raid hat sich ins Loch zurückgezogen. Hier eine sehr, sehr schöne Position. Kann hier die Rampe komplett überbrücken. Überblicken, muss ich eigentlich sagen. Okay, jetzt natürlich nicht mehr. Schießt aber trotzdem mal rein. Schaut, was er da so trifft. Und scheint. Sehr schönes Teamspiel, was wir hier sehen von High Fidelity. Die Flash hat wehgetan, die der liebe Has geworfen hat. Oh, und Chefkoch hat die Antwort, die passt dafür, nämlich Frag gegen Has, damit ein Mann Vorteil. 3 MTW-Spieler hier im Durchgang. Sabotage mit dem Missback gegen Ash über links und er ist natürlich ganz schwer. Es sind alle Dämme gebrochen bei MTW in dieser 4. Runde. Bombe kann geplantet werden, genau das passiert jetzt gerade von Chief und damit noch 5 Sekunden in dieser 4. Runde, die ja so aussieht, als würde sie gewonnen werden von High Fidelity. Die Jungs, die extra 7 Stunden oder so aus oder Stuttgart. 5-6 Stunden aus Stuttgart gefahren sind, um hier dabei zu sein in Hamburg. Wir sehen hier die
MT Vega. Die drei Verbleibenden ziehen sich ja ganz, ganz weit zurück. Und daran tun sie auch ganz gut, denn sie haben da natürlich viel bessere Chancen, wenn sie dann nächste Runde nicht sparen müssen, der eine oder andere noch eine Diegel oder eine Galil kauft. Ja, es ist auch sehr, sehr schwer, einfach noch auf den Spot zu attacken, wenn die Bombe schon geplantet ist und wenn jeder in der Position ist. Bombe ist geplantet, 1-3, Sicht aus High Fidelity. Und die High Fidelity Anhänger sind schon eingeschlafen. Ja, das kann natürlich sein. Dabei machen die Jungs es gerade wieder spannend, denn mit dieser gewonnenen Runde und dieser sehr schnell ausgeführten Geschichte hier gegen High Fidelity, Chucky, der sich jetzt hier ein bisschen antäuscht. Aber aufpassen muss, dass er hier nicht ins, entweder ins Coldfeuer hier vom Raid, glaube ich, kommt, oder in die AWP vom Toadie reinläuft. Aber das kann Chef Groch auch, was MTW da vorne praktiziert. Matt Ferret, relativ offensiv, am Loch. Toadie, AWP. Das Duell würde ich auch gerne sehen. Immer noch Monster, AWP gegen Toadie. Wobei Toadie bisher klar besser in Form ist. Gehen jetzt über rechts zum Spot A und da steht der Has zum Beispiel. Der Matt Ferret ist da noch am Start und der Ash, also zu dritt sind sie ja am A-Spot, was relativ schwer sein wird für High Fidelity zum Einnehmen, denn 1,50 noch zu spielen in dieser fünften Runde. Ja, meiner Meinung nach ist aber der Raid an dem großen Spot doch etwas zu viel. Er sollte sich vielleicht dann zurückziehen, wenn er merkt, dass da nichts los ist, dass da keiner kommt. Dann das weiß man halt nie, dass da nichts los ist, sondern das weiß man immer erst hinterher. Da ist man natürlich immer schlauer. Denn es kann natürlich alles ein Fake sein, aber in diesem Fall macht High Fidelity ernst. Jetzt muss Monster raus quasi und den Spot decken und da wird er dann auf Ash und Has treffen. Mal schauen, ob er das tut oder ob er weiter Loch deckt. Jetzt auf den Spot. Schauen, wen er da sieht. Yeah, da sieht der Ash Nummer 1. Has auch noch irgendwo. Da sollte es nicht zu offensiv sein. Bombe ist fallen gelassen. Toadie ist mittlerweile am Loch, ist relativ schnell da. Trifft auch Monster, also das Duell geht an Toadie erneut. Raid auch noch gegen Chief, also jetzt nur noch der Chucky. Und damit die vierte Runde für MTW, 4-1. Und die brauchen noch eine Runde, um das Unentschieden zu erreichen. Egal, ob das Spiel jetzt relativ schnell entschieden wird oder nicht, wir haben nach diesem Interview, nach dem Spiel noch ein Interview mit Has, Online Monster, High Fidelity und MTW. Wir werden dazu Stellung nehmen, was hier passiert ist am heutigen Abend und wieso es für das ein oder andere Team vielleicht nicht geklappt hat. Und dann werden wir noch die letzten T-Shirts rauswerfen, wer so noch keins bekommen hat. Auf jeden Fall am Ball bleiben. Das ist ja eine ganz gefährliche Stelle von Sabotage. Auf den Spot geht's zurück, Ash und Has. Jetzt geraten sie ein bisschen zu sehr ins Stocken. 2 Minuten noch zu spielen. Und jetzt ist ein bisschen der Rhythmus verloren gegangen bei High Fidelity. Die haben natürlich Angst. Wenn sie diese Runde verlieren, dann können sie nicht mehr als ein Unentschieden erreichen. Und dazu müssen sie dann danach noch jede weitere Runde gewinnen. Also sehr, sehr schwere Positionen oder Ausgangspositionen für High Fidelity. Chucky nur mit Block. Schauen, ob da jemand ist, der ihn kriegen könnte, ja, Toadie. Toadie, der jetzt hier steht. Mit Ferret auf dem Spot. Mit AWP. Ja, mittlerweile haben wir 3 AWPs im Team von Bottle Teamwork. Einmal der Ash, dann der Matt Ferret und der Toadie. Ja, es scheint ja auch zu funktionieren. Also gutes Mittel gegen High Fidelity. Toadie zieht hier ein bisschen zurück. Da kommt jetzt eine Flash raus. Oh mein Gott. Der Junge, der ist einfach crazy. Nummer 2, Sabotage. Der hier, keine Chance gegen Toadie. Oh, da. Da hätte er abdrücken müssen. Der wäre ein Kandidat gewesen. Aber den kriegt er noch. Ah, da will man immer zu viel. Was die ja eh sollte, die bringt eh nichts. Aber jetzt schießt er mal zurück, der Toadie. Monster und nochmal, Chief!
Also der wertvollste Zugang bei MTB seit langem. Zoli, der Erfolgsgarant in diesem Spiel 5:1. Ist er ein ruhiger Mensch und macht nicht so viel Hehl um seine Person. So ein bisschen schüchterner, hat ihn schon mal im Interview gehabt und da hat er nicht so viele Worte rausbekommen. Aber das war noch bei Eil, oder? Das, was er tut, ist ganz, ganz groß. Das war noch bei den A-Losern ganz genau. Aber das, was er hier fabriziert, ganz, ganz großes Tennis oder ganz, ganz große E-Sports vielmehr. Und jetzt eine Deagle Round von High Fidelity. Deagle Rush. Die Flash muss natürlich kommen. Und da steht Hass genau richtig, um hier Schaden anzurichten. Und da ist noch einer. Ganz schwer. Oh, da kommen ganz viele. Und damit das 6:1. Und das Spiel ist gewonnen. So, und da sind wir jetzt wieder zurück mit MTV und mit High Fidelity, mit dem Hass und mit dem Monster. Ich würde sagen, nochmal einen ganz großen Applaus von Hamburg für beide Teams, die es hier ein schönes Duell geliefert haben auf dem 6. Interfinal Night Game, erstmals in Hamburg. Und ich muss dir sagen, du hast vielleicht nicht miterlebt, aber die Kulisse, die das Hamburger Publikum uns hier geliefert haben, war wirklich top. Also ich fand, es war hier wie bei den ESL Finals, die Stimmung, man hat das bis da hinten drin gehört und es war echt klasse. Also großer Applaus, großer Kompliment hier von Hass, der auch als strahlender Sieger mir entgegengesprungen kam, wie ein frisches Rehkitz, ja, kam er entgegengesprungen und sagte, oh, ich bin so happy. Und man hat gemerkt, so, die sind echt 1000 Steine vom Herzen gefallen. Ja, also mit so einem deutlichen